Guten Tag und willkommen zurück hier bei Mario Strikers Battle League Football. Ich will nicht lange quatschen und direkt rein ins Geschehen. Let's go. Aber stimmt, vorher müssen wir noch unser Team zusammenstellen. Das habe ich gerade ein bisschen vergessen, aber ist vielleicht auch besser so. Dann kann ich euch nämlich was zeigen, und zwar, man kann mehrere Yoshis nehmen und mehrere Toads. Interessant zu wissen, bei den anderen geht das nicht. Also es geht wirklich nur bei Yoshi und Toad, weil ja, die kommen auch sonst öfters vor und die anderen sind halt Hauptcharaktere. So, wir nehmen wie immer Rot als Farbe und das Lavaschloss. Obwohl, Moment, es wäre... Achso. Ja, okay, nee, dann ist egal. Komm, ich wollte eigentlich mal ein anderes Stadion nehmen, aber gut. Wenn wir es jetzt nicht mehr ändern können, dann ist auch egal. Wir spielen auf jeden Fall als erstes gegen die Super Mushrooms. Und was ich auch herausgefunden habe, war, dass man als zweites Team noch mal andere Farben zur Verfügung hat. Da hat man nicht nur grün, rot, blau. Wohl. Blau hat Spieler 2 dann, glaube ich, noch. Irgendwie lila ist auch dabei. Irgendwie so war das. Und ich weiß jetzt nicht, ob weiß auch dabei war. Oder grau in dem Fall. Aber ich kann es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Naja, als Spieler 2 hat man auf jeden Fall nochmal andere Farben. Ist auch interessant zu wissen. So, zack. Und der müsste... Nee, der ist nicht drin. Aber der ist drin. Doch nicht! Oh mein Gott, wie knapp das war! Wieder rumgespackt hat jetzt. Ah ja, nimm den Ball. Ah. Irgendwie läuft gerade noch nicht so ganz, aber ich glaube, wir können das noch ganz gut ausbessern. Indem wir vielleicht mal das erste Tor machen. Nice. Und was ich auch mal gemacht habe, war auf schwer zu spielen im Einzelmatch. Und ich sag euch, wenn es noch so schwierig wird, wie auf der Schwierigkeitsstufe schwer, dann werde ich das Let's Play vielleicht sogar abbrechen müssen. Weil das ist heftig krank. Und ich glaube, er geht nicht rein. Ich habe leider den ersten türkisen Bereich verpasst, weil ich zu viel gelabert habe. So, räumen wir die aus dem Weg. Oh, und das hat relativ gut geklappt. Aber auch nur, weil Rosalina sich dann hinterher auf den anderen Yoshi konzentriert hat, um den vom Ball abzuhalten. Aber sonst wäre ich da nicht mehr rangekommen. Hätte sie einfach den Ball genommen, dann hätte ich kein Tor mehr machen können. Mann, klopf den scheiß Bowser doch jetzt mal weg. Nein, Mann. Ja, sorry. Da habe ich leider komplett vergessen, dass man als Toad mit einem ganz normalen Angriff Bowser nicht umkloppen kann, weil er zu schwer ist. Ah, das nehmen wir uns. Dankeschön. Nein! Was? Ach Mann, ey, so knapp. Da habe ich den ersten dann richtig getimt. Bin dann beim zweiten nervös geworden. Na, kacke. Ja, gib mir doch mal den richtigen Charakter. Nein! Direkt vor dem Torwart, nein!
Die Unlucky. So, hopp. Komm, Yoshi, renn doch darüber. Dankeschön. Das, genau. Was wichtig ist zu wissen, wenn die Comms auf schwer eingestellt sind, dann spielen die, als wären das alles unterschiedliche Spieler. Also man spielt quasi alleine gegen vier. Und man kriegt natürlich nicht immer den Charakter, den man, zum Beispiel wie jetzt, den man haben möchte. Und dadurch wird das dann extrem schwer. Man muss dann wirklich gut passen können. Sonst ist man echt gearscht. Weil defensiv zu spielen ist alleine komplett kacke. Und die lassen einen noch nicht mal wirklich an sich ran, weil sie halt durchgehend am Passen sind. Nein, nimm dir das doch. Ich war doch an ihr dran. Ich war doch an ihr dran, Alter. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. War es Doppeltürkis? Dann habe ich natürlich echt Pech gehabt. Ja, war Doppeltürkis. Scheiße, Mann. Ich war doch an ihr dran. Man hat sogar gesehen, wie tot so um ihr Charaktermodell verschoben wurde. Was zum Teufel? Was soll das denn, Mann? Und ich habe auch schon länger Y gedrückt, als ich zu ihr gelaufen bin. Nur das wollte natürlich auch nicht übernommen werden. Komm, Yoshi. Hallo. Oh ja, dann mach's halt nicht. Und ich muss sagen, gegen die schwierigen Comms wirken die echt luschig. Also so richtig. Weil die stehen neben mir und greifen mich nicht an. Scheiße, Mann, ey. Dann laber ich schon wieder zu viel, während ich da den scheiß Superschuss, während ich da den Hyperschuss timen möchte. Hau ab. Ja, und es war noch nicht mal genug, um den benommen zu machen. Hau ab da. Okay. Schönes Tor. Aber der eine Yoshi hätte natürlich noch die Striker-Kugel einsammeln können. Das wäre ganz gut gewesen. Los, Toad. Komm, spiel zu Yoshi rüber und dann noch ein Tor. Nein, gegen die Latte. Im Nachschuss. Ja, aber haben wir. Auch wenn sich das Zocken irgendwie gar nicht mehr so cool anfühlt, weil, ja, ich habe halt jetzt die Schwierigkeitsstufe schwer gespielt und da sind die wirklich echt krass drauf. Die Gegner. Und da wirkt sich das hier halt so an, was? Da wirkt sich das so an? Nein, da wirkt das halt so oder es fühlt sich so an. Als ob die einen gewinnen lassen würden. Ist halt irgendwie lame. Aber schönes Lattentor. Echt schönes Lattentor. Na gut, was heul ich rum wegen der Schwierigkeit? Besser so als viel zu schwierig wie bei der Schwierigkeitsstufe schwer. Nee, ernsthaft, Leute, da... Ich hab doch aufgeladen. Und trotzdem kann Yoshi ihn nicht umboxen. Zweimal. Hau ab. Yoshi! Schön. Ja, besser so als viel zu schwer.
Weil, wie gesagt, ich werde das Let's Play vielleicht sogar abbrechen müssen, wenn das zu krass wird. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass Charged Football im Finale mega krank war. Und wer weiß, wie das hier noch ausrasten wird. Schade. Ja, der Keeper weist an, dass die Leute zu ihm kommen sollen. Aber tun sie nicht. Das ist gut für uns. Und das können wir schön ausspielen, nachdem wir den Ball bekommen haben. Nice. Mann, mach ihn doch weg. Alter, was ist das? So schwach ist Yoshi jetzt auch nicht. Ich hätte gerne, dass die sich besser positionieren. Aber sie wollen nicht. Komm, nach vorne. Nach vorne, nach vorne. Yoshi. Yoshi. Schade. Komm, der andere Yoshi. Ja. Schöne Versuche, aber... Und jetzt stelle ich mich dumm an. Aber wird leider nichts. Wird leider nichts. Wenn ich zu schlecht stehe. Boah, schön. Zu Yoshi rüber. Zum anderen Yoshi rüber. Mann, ich würde gern die Kugeln einsammeln, aber es geht nicht. Ich versuche dann immer den Charakter zu wechseln. Denken wir dann so, ach ja, stimmt, ich habe ja einen Ball. Charakter wechseln geht ja gar nicht. Es ist frustrierend. Bisschen frustrierend, aber gut. Jetzt konnte mich Yoshi nicht umstoßen? Yoshi ist doch stärker als Toad, oder nicht? Komm, Yoshi. Ist schön und der geht rein. Hat der Torwart gut gehalten. Aber der Ball ist natürlich auch sehr unglücklich dann gefallen. Für ihn. Für uns. Hard lucky. Was? Okay. Komm, Toad. Ja, komm. Schön, Yoshi. Schön eingesammelt. Ja, gut. Komm schon. Jawoll. Zweimal Türkis und kein Gegner kommt an uns ran. Schönes Ding. Und dieses Mal war der Gegner wirklich nicht an uns dran. Nicht so wie bei mir mit Toad bei Rosalina oder beim Gegner mit Bowser. Nee, nee, nee. Dieses Mal war er wirklich nicht an uns dran. Zack. Direkt abgenommen. Richtig schön. Komm, da gehen wir dran vorbei. Schön die Verteidigung ausgespielt. Richtig gut. Aber so lang... Oh, shit. So langsam würde ich auch gerne mal ins nächste Match. Also, können wir es vielleicht noch ein bisschen ausspielen einfach. Bisschen schauen, was so geht. Sorry, Leute. Wenn sich so eine gute Gelegenheit ergibt, muss ich die einfach nutzen. Der geht nicht zu 100% rein, aber wir haben eine sehr, sehr gute Chance. Jawohl. Schönes Ding. Und hier lassen wir kurz Toad abfeiern. Die Toads, Alter. Ich glaube aber auch, Nintendo merkt das mittlerweile selber, dass es einfach so ein richtig dummes Meme mittlerweile geworden ist. Dass es viel zu viele Toads gibt.
Ey, lass mich doch da zu dem Yoshi nach vorne. Warum sollte ich denn zu einem anderen Charakter wechseln wollen? Der viel weiter hinten steht bei uns. Macht doch gar keinen Sinn. Was soll das? Jetzt mal ernsthaft, was soll sowas? Oder muss ich dafür dann... Alter! Geil. Oder muss ich dafür dann dieses erweiterte Wechseln auswählen und nicht das automatische? Ah. Kein Plan. Voll egal. Weiter geht's. Gerade juckt uns das zum Glück noch nicht. Aber wie gesagt, wenn es noch schwieriger wird, also wenn es wirklich schwierig wird, haben wir natürlich hart gelitten. Mann, verpiss dich, was? Alter! Fast! Direkt das Gegentor. Komm, Yoshi! Jawohl, schönes Ding. Und man kann auch irgendwie einen Steilpass machen. Das würde ich mir gerne anschauen. Einen Moment. Steuerung. So, hoher Steilpass mit ZL. Also dem unteren, okay. Sprint mit ZR. Okay, okay, okay. Hau ab. Nein, ach. Nein, 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 ah, es war so klar. Ich wollte mal einen Steilpass ausprobieren. Scheiße, Mann. Man kann dann sogar so zielen. Nein. Lass mich doch hier. Ja, schön. Schade. Hau ab. Aber, hey, er war doch am Ball. Also nicht für den Moment, aber er war quasi am Ball. Warum hat er ein Item bekommen? Oh, schön. Wir haben eine Kugel bekommen. Ah, schade. Leider nicht gut genug ausnutzen können. Ich glaube, der wird tatsächlich nicht reingehen. Aber im Nachschuss. Schön Yoshi weggekickt. Und dann im Nachschuss das Ding reingemacht. Geil. Ja, scheiße. Hau ab. Jetzt faulen wir auch mal. Ja, komm. Ja, okay, es hat uns jetzt nichts gebracht, das Item. Komm, nach vorne, nach vorne. Nach vorne, Yoshi. Schade. Ah, okay. Das war etwas unglücklich. Warum denn schon wieder nicht? Warum denn nicht? Mann, die Charaktere sind mir viel zu schwach, Alter. Man muss wirklich voll aufladen für die Charaktere, damit die einen tackeln können. Nee, Alter. Schade. Das wär's geworden. Das wär's geworden, aber ist klar, dass das nichts wird, wenn man kein Item hat. Und schon wieder kommen die ans Item. Wir kriegen keins. Komm, holen wir uns auch mal eins. Als wieder ein Striker-Kugel kommt. Okay, 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 schön. Was? Was war das denn? Ich dachte, ich hätte den Steilpass verkackt.
Das war schon ein bisschen lucky. Das war schon ein bisschen lucky, gebe ich zu. Zack, weg mit dir, Donkey Kong. Jawohl, schönes Ding. Jetzt sitzen die Pässe aber. Ich meine, die haben jetzt leider die Kugel bekommen. Werden sie wahrscheinlich auch einsetzen wollen. Jawohl. Schön abgebrochen. Zwar nicht umtackeln können, aber es reicht. Ja, komm zu dem Yoshi jetzt. Schade. Ah. Ich bin gerade nicht ganz zufrieden, aber ich krieg's jetzt so langsam hin mit den Steilpässen. Die Steilpässe sind echt wichtig. Damit kann man nämlich dann doch bestimmen, wohin die Teamkameraden rennen sollen. Ah, scheiße. Ah ja, schön tot. Komm, vielleicht kriegen wir nochmal einen Treffer. Ah, orange, türkis. Ist okay. Sollten wir eigentlich haben. Und wenn wir es haben, dann haben wir auch das Match. Ich denke nicht, dass die 7-2 einholen können. Warp, Yoshi. Okay. 6-2. Immerhin. Können sie aber wahrscheinlich auch nicht holen. Also in 20 Sekunden, da muss echt extrem viel passieren. Ah, schade. Ja, komm. Was? Warum hat denn jetzt Rosalina den bekommen? Komm, ein Tor will ich noch machen. Ja, geht nur schlecht, wenn ich durchgehend gefoult werde. Ja, komm, dann. Dann scheiß drauf. Die Siegesanimation ist so cool. Und ich würde es auch extrem fühlen. Richtig viele Früchte. Und ich glaube, ein bisschen Gemüse war auch dabei, ne? Aber vor allem Früchte. Früchte sind ultra geil. Esse ich eigentlich auch viel zu selten. Schmeckt gut, es ist gesund. Aber ich gehe leider unfassbar ungern einkaufen. So, stimmt, das war der Muskelpokal. Deswegen konnten wir die nicht... Oh mein Gott. Deswegen konnten wir die nicht so leicht umtackeln. Und das war ja richtig unlucky, dass ich dann genau in diesem Part zwei Yoshis und zwei Toads genommen habe. Oh ja, das war bad. Aber okay, wir haben es echt gut geschafft. Und beim nächsten Mal geht's dann zum Trickpokal. Tritt gegen Teams an, die durch hervorragende Technik bestechen. Und wie das ausgehen wird, wie gesagt, im nächsten Part. Nicht verpassen, Leute. Bis demnächst und ciao.